www.hörspielprojekt.de, die Community für Hörspielmacher. Wir schrieben das Jahr 1899, als sie das erste Mal auftauchten. Ganz plötzlich. Niemand hatte sie zuvor gesehen. Durchbrachen das Erdreich, raubten unsere Kinder. Danach die Frauen und die Männer und hinterließen nichts weiter als große, fast mannshohe Erdhügel. Daher bekamen sie ihren Namen. Mole. Na, wie geht es meiner kleinen Schwester? Ich freue mich so, dass ihr zu meinem Geburtstag gekommen seid. Es ist so schön, dich wiederzusehen. Und da ist ja auch mein allerliebster Neffe. Und sein erstes Wort hat er auch schon gesagt. Papa, ich grüße dich, liebste Schwägerin. Guten Tag. War die Reise beschwerlich? Ihr müsst mir alles erzählen, ja? Machen wir. Darf ich dir zunächst meinen kleinen Bruder Finn vorstellen? Ihr dürftet etwa in einem Alter sein. Guten Tag, Abby. Ich freue mich, dich kennenzulernen. Guten Tag, Finn. Finn Flynn. Ja, mein Vater bewies bei meiner Namensgebung Humor. Du kannst dir vorstellen, wie oft ich schon darauf angesprochen wurde. Ich hatte damit aber nichts zu tun, kleiner Bruder. Ach, klingt doch ganz interessant. Kommt rein. Ich hole den Papa und die Mama. Papa? Mama? Kommt ihr? Maggie und Sean sind da. Kaum zu glauben, dass meine Schwester heute schon 15 wird. Ach, ich weiß noch genau, als sie ebenso klein war wie unser Bernie. Und ich möchte wetten, sie war ebenso süß. Ach, hör auf, Sean. Abby wird ja noch ganz rot. Wo sind sie bloß? Papa! Hier bin ich, Tochter, im Garten. Da sind sie ja. Und der kleine Bernie will bestimmt zu seiner Großmama. Bernie kann jetzt schon etwas laufen, nicht wahr? Möchtest du zu deiner Großmama? Wer kommt in meine Arme? Der Nachmittag verging wie im Flug. Das Wetter war schön und ich genoss das Zusammensein mit meiner Familie. Auch Finn erwies sich als sehr nett. Wie ich war er erst vor kurzem 15 Jahre alt geworden, benahm sich aber schon wie ein Gentleman alter Schule. Es war lustig anzusehen, wie mein kleiner Neffe Bernie immer wieder versuchte, einige erste Schritte auf der Wiese zu laufen, nur um kurz darauf wieder hinzuplumpsen. Meine Schwester sah an diesem Tage so glücklich aus, ihre Hand in der ihres attraktiven Ehegatten gebettet. Es sollte das letzte Mal sein, dass ich ein Lächeln in ihrem Gesicht erblickte. Noch eine Tasse Tee, Schätzchen? Gerne. Wo ist denn unser Sohn Sean? Er war doch gerade... Bernie? Bernie? Bitte. Bernie! Oh nein! Bernie! Bernie! Ein riesiger, aufgeworfener Erdhügel war alles, was wir entdeckten. Daneben ein Tuch, das Bernie nie aus der Hand gab. Sean kniete sich über den Hügel und begann wie von Sinnen mit seinen Händen zu graben. Mein Vater und Finn taten es ihm gleich. Doch Bernie blieb verschwunden. Mein Neffe war das erste Opfer. Viele, sehr viele sollten ihm folgen.
Seit dem Verschwinden meines Neffen waren inzwischen 10 Monate verstrichen. Monate voller Trauer, des Schmerzes. Aber vor allem Monate der Furcht vor dem, was in der Tiefe lauerte. Meine Schwester hatte das Ereignis nicht verwunden und war in ein Sanatorium in Middleshaw eingewiesen worden. Sean hatte sich von unserer Familie zurückgezogen und machte Geschäfte in Indien, so hieß es zumindest. Meine Eltern, wie auch ich, hatten mit einer unbeschreiblichen Traurigkeit zu kämpfen. Oft saß ich stundenlang im Garten und starrte einfach in den Himmel. So auch an diesem Tage. In der Entfernung waren Gewitterwolken zu erkennen und es hatte sich schon merklich abgekühlt. Guten Tag, Miss Bowlen. Oh, ich habe gar nicht gehört, wie Sie gekommen sind, Mr. Brown. Haben Sie Post für uns? Jawohl, einen Brief. Adressiert an Miss Abby Bowlen. Dankeschön. Oh, von Finn. Welche Überraschung. Was war denn das? Mama? Ich rannte schnell ins Haus, die Treppe hoch zum Zimmer meiner Eltern. Mr. Brown folgte mir und sah erst Sekunden später, was mich zurückschrecken ließ. Meine Mutter lag auf dem Bett, an ihrem Hals eine große Wunde, aus der das Blut hervorschoss. Mein Vater auf dem Boden und über ihm gebeugt ein abscheuliches Wesen, menschengroß und mit einem schwarzen, schimmernden Fell versehen. Mr. Brown senkte sich an mir vorbei und stellte sich schützend vor. Schnell, laufen Sie, Miss Bowland. Sie können für Ihre Eltern nichts mehr tun. Nein, ich kann doch nicht... Laufen Sie! Ich stolperte rückwärts. Der Schrei von Mr. Brown erstickte in einem Gurgeln, als die Klaue des Wesens in den Hals des Mannes eindrang. Fast wie in Trance trugen mich meine Beine aus dem Haus hinaus. Durch Tränen überflutete Augen sah ich kaum, wo ich hinrannte. Nur weiter, immer weiter. Ein Gewitter, begleitet von einem Regenschauer, hatte eingesetzt und durchnässte meine Kleidung innerhalb von Minuten. Ich hörte Schreie aus den Häusern, an denen ich vorbeikam, und immer wieder diese unheimlichen Laute der Wesen. Mit meinem Ärmel wischte ich mir die Tränen aus den Augen. Immer mehr Erdhügel türmten sich mannshoch in den Gärten auf und ich sah aus den Augenwinkeln, wie sich schaufelartige Klauen ihren Weg bahnten. Ich begriff schaudernd, dass es sich dieses Mal nicht um eine Einzeltat gehandelt hatte, wie es in den letzten Monaten immer mal wieder vorgekommen war. Nein, ich wurde Zeugin einer regelrechten Invasion. Nach einer Weile erreichte ich das kleine Wäldchen, das am Rande unseres Ortes gelegen war, und sank erschöpft an einen Baum gelehnt zusammen. Das Geräusch des Regens begleitete mich in den Schlaf. Hallo, junge Miss, wachen Sie auf. Das arme Ding, sie ist ja ganz durchnässt. Ich muss eingeschlafen sein. Nein, Mama, Papa, diese schrecklichen Wesen haben sie umgebracht. Ganz ruhig, wir sind ja jetzt da. Hier, hängen Sie sich die Jacke über, Miss. Sie holen sich ja den Tod. Danke. Wir setzen uns einen Augenblick dazu. Mein Name ist Gabriel. Gabriel Fowley. Und das ist meine Frau Ruby. Abby. Möchten Sie ein Stück Brot, Miss Abby? Sie müssen doch Hunger haben. Und hier haben wir noch ein Stückchen Wurst. Danke. Sind Sie auch geflüchtet vor diesen Ungeheuern? Ja, das sind wir. Sie sehen wirklich furchtbar aus. Dieses dunkle Fell und diese kleinen Knopfaugen. Widerlich. Ja, wie eine Mischung aus Maulwurf und Mensch. Eine Absurdität Gottes. Und wie die stinken. Fast so wie die kleine Miss. Nicht wahr, Gabriel? Oh, das tut mir leid. Das nasse Laub des Waldbodens. Mein Kleid ist ganz dreckig. Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen, kleine Miss.
Wir sind einfache Leute, die nie die Muße hatten, sich regelmäßig zu waschen. Sie dürfen meiner Frau ihre Schadenfreude nicht übel nehmen, dass es ihnen nun auch so ergeht. In der gegenwärtigen Situation sind wir alle gleich. Ja, da haben Sie recht, Mr. Foley. Schön, dass Sie es auch so sehen. Was mich gleich zu einer Frage bringt. Was sind Sie bereit zu geben? Bitte? Ich verstehe nicht. Nun, wir haben soeben das letzte Essen mit Ihnen geteilt. Und wir haben dafür gesorgt, dass Sie nicht frieren. Wäre es jetzt nicht an der Zeit, sich erkenntlich zu zeigen? Aber ich besitze doch nichts. Ich kann Ihnen nichts geben. Die Schuhe. Ich will Ihre Schuhe. Nein, die kann ich Ihnen nicht überlassen. Das ist aber nicht nett, Miss. Wir sind so freigebig und bekommen im Gegenzug nichts dafür. So geht das aber nicht. Nimm sie, Gabriel. Ich wollte schon immer mal so feine Schuhe. Ich kann meiner Frau einfach nichts abschlagen. Mach schon, Mädchen. Ich möchte nicht handgreiflich werden. Was sind Sie nur für Menschen? Hier. Danke, Kleines. Wir gehen nun wieder unseres Weges. Solltest du uns folgen, können wir sehr ungemütlich werden. Ach ja, die Jacke. Gib sie wieder her. Sieh mal, Gabriel. Stehen Sie mir nicht gut? Nein, warte. Ich muss mich jetzt vornehm ausdrücken, wie eine Dame. Stehen mir die Schuhe nicht hervorragend? Oh, wirklich? Ganz hervorragend, meine Liebe. Das grässliche Paar ließ mich weinend zurück. Ich fror und zog meine Knie ganz nah an meinen Körper. Die Sonne lugte noch einmal hinter den Gewitterwolken hervor, um dann aber von der Dämmerung verschluckt zu werden. Eine ganze Weile starrte ich einfach in die Dunkelheit hinein, bis mir schließlich die Augen zufielen. Mir tat alles weh, als ich am anderen Morgen aufwachte. Mein Kleid umschlang klamm meinen Körper und war noch feucht. Als ich mich reckte, bemerkte ich ein Stück Papier, das in meinem Rocksaum klemmte. Es war der Brief, den mir Mr. Brown übergeben hatte und den ich wohl schnell verstaut hatte, bevor ich nach oben ins Haus gelaufen war. Ich öffnete den Umschlag und faltete den Brief auseinander. Verehrte Abby, zunächst möchte ich mich entschuldigen, dass ich dir nicht schon früher geschrieben habe. Die rechten Worte nach dem schrecklichen Ereignis wollten sich nicht einstellen. Ich hoffe, dir und deiner Familie geht es den Umständen entsprechend wieder besser. Leider häufen sich auch bei uns in Yesket die merkwürdigen Vorfälle. Menschen verschwinden und zurückbleiben die riesigen Maulwurfshügel. Mittlerweile wurden einige der Kreaturen gesichtet. Waren sie zunächst noch darauf bedacht, nicht aufzufallen, so werden sie seit einiger Zeit immer dreister. Seit unserer letzten Begegnung in Langholm sind bereits 11 Menschen in unserem Ort und den angrenzenden Gemeinden verschwunden. Einem von ihnen, dem alten Müller, gelang es schwer verletzt zu entkommen. Er berichtete Schauderhaftes, das ich dir gerne ersparen möchte. Pass auf dich auf, in freundschaftlicher Verbundenheit und Sorge, Finn. Lange noch hielt ich den Brief in meiner Hand. Dann fasste ich einen Entschluss. Ich würde versuchen, mich nach Yesket durchzuschlagen. Vielleicht könnte Finn mir irgendwie helfen, zunächst zu meiner Schwester zu gelangen, um dann mit ihr zusammen unsere Verwandten an der Küste aufzusuchen. Soweit ich wusste, lebte dort der ältere Bruder meines Vaters, ein Richter, den ich zwar als mürrisch und streng in Erinnerung und den ich zuletzt vor vielen Jahren gesehen hatte, der uns aber hoffentlich weiterhelfen würde. So machte ich mich auf nach Yesket. Seit 2 Tagen war ich inzwischen unterwegs. Meine Strümpfe waren schon längst durchgelaufen und meine Füße sahen schwarz aus wie die eines Köhlers.
Ich versuchte, auf den Wegen zu bleiben, da sich die Moles, wie man sie seit einiger Zeit nannte, stets nur durch eher lockeren Boden bohrten. Immer wieder traf ich vereinzelt Leute auf der Flucht. Doch ihre Hilfsbereitschaft war gering. Meinen knurrenden Magen versuchte ich durch Äpfel vom Baum zu besänftigen und Wasser trank ich aus dem Fluss. Am Abend kam ich zu einem leerstehenden Gehöft und beschloss, in der Scheune zu übernachten. Das Heu war eine schöne Abwechslung zu dem harten Waldboden der letzten beiden Nächte und so schlief ich rasch ein. Wer ist da? Ich kann sie hören. Bitte antworten Sie. Ich werde sonst schreien. Du brauchst nicht zu schreien. Ich tue dir nichts. Wer bist du? Mein Name ist Lizzie. Und du? Abby. Abby Boland. Hast du was zu essen? Ja, Moment. Ich kann dir einen Apfel geben. Besser als nichts. Bitte, hier. Setz dich doch. Wo kommst du her? Gib her! Ich bin aus dem Waisenhaus. Als diese Ungeheuer mehrere von uns zu sich holten, bin ich abgehauen. War eine gute Entscheidung, schätze ich mal. Und wo kommst du her? Aus Longholm. Meine Familie wurde getötet. Nur ich konnte fliehen. Das tut mir leid. Und der arme Mr. Brown, er hat sich für mich geopfert. Hast du die Wesen aus der Nähe gesehen? Ja. Sehen sie wirklich wie Maulwürfe aus? Ich habe sie bisher nur aus der Entfernung beobachten können. Sie sind so hässlich. Der ganze Körper ist von Fell bedeckt. Und statt Händen haben sie schaufelartige Klauen. Was hast du jetzt vor? Ich will nach Jesket. Zu einem Freund. Vielleicht kann er mir helfen. Kann ich mitkommen? Ja. Wenn du möchtest. Hast du keine Schuhe? Die sind mir gestohlen worden. Von schlechten Menschen. Wir können ja bei Tagesanbruch mal gucken, ob es im Haus Schuhe für dich gibt. So kommst du nicht mehr weit. Ich soll stehlen? Lass mich das nur machen. Wir sind ja jetzt so etwas wie Freundinnen. Ich nickte. Allerdings schwor ich mir, dieses Mal vorsichtiger zu sein. Die Fowleys waren zunächst auch nett zu mir gewesen. Doch Lizzie hatte immerhin ein freundliches, offenes Gesicht. Etwas schmutzig zwar und übersät mit Sommersprossen, aber sympathisch. Sie nahm ihre Mütze ab und ein Schwall feuerroter Haare kamen zum Vorschein. Lizzie legte sich neben mich ins Heu und nach kurzer Zeit waren wir auch schon eingeschlafen. Als ich am nächsten Morgen meine Augen öffnete, sah ich in das breite, grinsende Gesicht von Lizzie. Sie hatte mir, während ich geschlafen hatte, einen Zopf geflochten und hielt ihn mir unter die Nase. Ich musste niesen. Hey, Schlafmütze! Wir wollten doch ins Haus! Tschüss! Vielleicht finden wir da auch was zu essen. Na gut. Du bist ja schon so munter. Ich brauche morgens zumeist etwas Zeit. Im Waisenhaus sind wir immer früh aufgestanden. Nur faule Menschen ziehen den Schlaf dem Tatendrang vor, pflegte unsere Heimleiterin Mrs. Jonah immer zu sagen. Ist ja schon gut. Ich komme ja. So. Schade. Ich habe aber noch einen Apfel. Den können wir uns teilen. Moment! Du kannst doch nicht... Hier einsteigen? Wieso nicht? Ich weiß nicht. War eine dumme Idee. Es ist einfach Unrecht. Hab dich nicht so. Hier, meine Hand. Wohl war mir nicht, als wir durch das Fenster in das Haus kletterten. Vorsichtig versuchte ich, die Scherben zu umgehen. Auf einem Tisch lagen noch einige Essensreste. Lizzie verstaute ein halbes Brot in ihrer Umhängetasche, dann durchwühlte sie einige Schränke und warf mir ein paar Schuhe zu. Versuch mal die. Könnten dir passen. Sie sind etwas zu groß, aber wird schon gehen. Sei mal still. Was denn? Hörst du das? Ein kleiner Hund. Mit einem Schleifchen im Haar. Wie süß. Na, komm mal zu mir, Kleiner.
Bist du ganz allein? Der muss den Besitzern gehört haben. Ach, er dreht sich auf den Rücken. Möchtest du gestreichelt werden, ja? Wollen wir ihn nicht mitnehmen? Natürlich nehmen wir ihn mit. Wir brauchen aber noch einen Namen. Wie wäre es mit Schleifchen? Ja, das passt zu ihm. Na komm, Schleifchen, du gehörst jetzt zu uns. Dieser Morgen sah viel freundlicher aus als an den vergangenen Tagen. Ich hatte eine Freundin gefunden, mit der ich trotz der schrecklichen Situation, in der ich mich befand, wieder lachen konnte. Der kleine Hund tollte zwischen uns herum und von Zeit zu Zeit trugen wir ihn abwechselnd, sobald er müde wurde. So verging rasch die Zeit, bis wir Jesket erreichten. Nun musst du erstmal wieder alleine laufen, Schleifchen. Wir verwöhnen ihn zu sehr. Wo wohnt nun dein Freund Abby? Moment. Hier ist der Briefumschlag. Ich kann nicht lesen. Oh, hat euch das niemand im Waisenhaus beigebracht? Nein, Mrs. Jonah meinte, dass wir Mädchen das nicht nötig hätten, da wir sowieso heiraten und Kinder bekommen würden. Hoffentlich in dieser Reihenfolge, fügte sie immer hinzu. Eine komische Frau, diese Mrs. Jonah. Ich vermute, dass sie selber nicht schreiben und lesen konnte. Wie sollte sie es uns also beibringen? Das Haus von Finns Eltern befindet sich an einem malerischen See, hat er mir damals gesagt. Auf dem Umschlag steht Lakeside Number 10. Das könnte da vorne sein. Da, da schimmert Wasser zwischen den Bäumen hindurch. Ja, da könntest du recht haben. Und Lissy hatte recht. Es war der besagte See und schnell hatten wir das Haus gefunden. Doch auch hier gab es die mannshohen Maulwurfshügel, die das Grundstück verschandelten und nichts Gutes erahnen ließen. Die Tür des Hauses war nur angelehnt und nachdem ich vorsichtig geklopft hatte, betraten wir einen dunklen Flur. Hey, Schleifchen, wo rennst du denn hin? Da, da liegt jemand. Schleifchen, weg da! Pfui! Das ist ein Maul. Ein männliches Exemplar. Woher weißt du? Ach, schon gut. Es ist tot. Es hat eine große Wunde am Kopf. Da hinten ist jemand. In dem Zimmer. Ja, da kniet einer vor einem Bett. Das ist Finn. Finn! Geistesabwesend sah der junge Mann, den wir durch eine halb geöffnete Tür vor einem Bett knien sahen, hoch. Es war tatsächlich Finn. Im ersten Augenblick schien er mich nicht zu erkennen, doch dann erhellte sich sein Gesicht. Abby? Mein Gott, bist du es wirklich? Finn, ich bin so froh, dich zu sehen. Wer ist der Mann in dem Bett? Ist das etwa dein Vater? Nein, meine Eltern sind bei meinem Bruder in Indien. Das ist... war... unser Butler Edgar. Ist er tot? Ja. Ich kannte ihn von meiner Geburt an. Was ist geschehen? Es ist noch nicht lange her. Eine Stunde vielleicht. Dieser Mole drang bei uns ein. Er wollte mich gerade angreifen, als Edgar sich dazwischen warf. Ich habe mit einem Schürhaken auf den Kopf des Monsters eingeschlagen. Doch für Edgar war es zu spät. Das tut mir leid. Aber du, wieso bist du hier? Und wer ist deine Begleitung? Ich hatte gehofft, dass ihr mir helfen würdet. Ich wusste nicht, wohin, seit sie meine Eltern... Ich bin Tage unterwegs. Psst, ruhig. Sprich nicht weiter. Natürlich werde ich dir helfen. Ich bin Lissy. Finn. Ich weiß. Wir verbrachten die nächsten Stunden in Finns Haus. Finn bereitete uns etwas zu essen zu und zog sich dann einen Moment zurück, um Abschied von seinem treuen Butler Edgar zu nehmen, wie er sagte. Er packte einige Sachen ein und hinterließ seinen Eltern eine Nachricht, falls sie zurückkehren würden. Lissy und ich betrachteten derweil den toten Mole. Er sah grässlich aus. An seinem spitz zulaufenden Maul hatte er fingerförmige Hautanhänge. Die schwarzen kleinen Augen blickten ins Leere. Der Oberkörper und die Beine wirkten fast menschlich, waren aber von einem dichten, ölig wirkenden Fell überzogen. Furchteinflößend waren die Hände. Lange, sehr scharfe Nägel ragten sensenförmig aus den Fingern und getrocknetes Blut klebte an ihnen. Ich wandte mich ab. Am späten Nachmittag brachen wir nach Middleshaw auf.
Nach 2 Monaten würde ich nun meine Schwester Maggie wiedersehen. Das Sanatorium hatte einen ausgezeichneten Ruf und ich hoffte, dass sie seit unserer letzten Begegnung einige Fortschritte gemacht hatte. Ich wusste noch nicht, wie ich ihr den Tod unserer Eltern beibringen sollte und meine Furcht davor steigerte sich mit jedem Schritt, den wir näher kamen. Was ist denn das für ein ulkiger Name? Heißt du wirklich Finn Flynn? Das ist ja komisch. Lizzie. Ich konnte es mir leider nicht aussuchen. Wie ist denn dein Nachname, Lizzie? Ich hab da keinen. Ach, Unsinn. Jeder hat einen Nachnamen. Bei uns im Waisenhaus hatte fast keins der Mädchen einen Nachnamen. Mrs. Jonah meinte, wir würden ja den Namen unseres Ehemannes annehmen. Dann hätten wir einen. Wie würde denn Lizzie Flynn klingen? Mrs. Lizzie Flynn. Passt überhaupt nicht zu dir. So, meine Damen, da sind wir. Wie idyllisch das Sanatorium liegt. Und es hat sich seit meinem letzten Besuch nichts verändert. Ich sehe hier auch nirgends aufgewühlte Erde. Scheint so. Wollen wir hoffen, dass du recht hast. Da, da kommt eine Frau auf uns zu. Ist das deine Schwester? Nein. Keine Klauen. Das ist gut. Das ist sehr gut. Waren Sie hier auch schon, Madame? Kennen Sie meine Schwester? Maggie Flynn. Maggie? Bist du es? Maggie? Nein, meine Schwester. Ich suche meine Schwester. Maggie, warum bist du zurückgekommen? Nein, das ist nicht Maggie. Das ist Ihre Schwester, verstehen Sie? Nicht Maggie? Nicht Maggie? Gehen wir rein. Wir betraten das Sanatorium. Aus verschiedenen Zimmern drangen Wehklagen, Rufe und einfach nur irres Gelächter zu uns. Anders als bei meinen vorherigen Besuchen wirkte es nun wie ein richtiges Irrenhaus und nicht wie ein Hort, um Ruhe und Entspannung zu finden. Maggies Zimmer war leer. Aber in dem Kleiderschrank befand sich ihre Garderobe und auch einige persönliche Dinge. Lange hielt ich eine Fotografie meiner Eltern in der Hand und steckte sie dann ein. Wer sind Sie? Wie kamen Sie hier herein? Oh, entschuldigen Sie. Ich bin auf der Suche nach meiner Schwester Maggie. Maggie Flynn. Na ja. Deshalb kommen Sie mir so bekannt vor. Sie waren schon einmal hier, nicht wahr? Ja, zuletzt vor etwa 8 Wochen. Bitte sagen Sie mir, wo meine Schwester ist. Das würde ich gerne, Kindchen. Aber die Wahrheit ist, dass ich es nicht weiß. Aber... Es gab einen Vorfall mit diesen Wesen. Vor einigen Tagen drangen sie hier ein. Unser Hausmeister, Mr. Oatley, hat die Begegnung nicht überlebt. In dem allgemeinen Chaos sind viele der Patienten einfach hinausgelaufen. Nur die wenigsten kehrten zurück. Sie können uns also nicht sagen, wo Maggie abgeblieben ist? Leider nein. Seit diesem Tage weiß ich sowieso nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Meine Kolleginnen sind mit Ausnahme unserer Köchin alle fort. Sie haben mich und die Patienten einfach im Stich gelassen. Das ist ja furchtbar. Und wäre das nicht schlimm genug, so gehen auch einige der Medikamente zur Neige. Sie hören ja, wie aufgebracht einige der Patienten sind. Was machen wir jetzt? Ihre Schwester sprach stets davon, ihrem Mann nach Indien hinterherreisen zu wollen, um ihn und ihren kleinen Sohn wiederzusehen. Ihr Sohn ist tot. Oh, das wusste ich nicht. Ich vermute, dass sie versuchen wird, ein Schiff zu bekommen. Nur darum drehten sich ihre Gedanken. Danke, Mrs. Mrs. Hamilsey. Ich danke Ihnen, Mrs. Hamilsey. Mrs. Hamilsey gestattete uns noch einige Zeit in Maggies Zimmer zu verweilen. Minutenlang sagte ich nichts, hockte nur auf dem Bett meiner Schwester und streichelte gedankenverloren Schleifchen, der es sich auf meinem Schoß gemütlich gemacht hatte. Schließlich beendete Finns Stimme unser Schweigen. Maggie wird nun auf sich alleine Acht geben müssen. Aber du, Abby, du bist nicht allein. Ich werde dich zu deinem Onkel begleiten, von dem du erzählt hast. Und ich und Schleifchen kommen auch mit. Ich weiß aber kaum etwas von ihm.
Onkel Richard habe ich das letzte Mal vor vielen Jahren gesehen, als ich noch ein kleines Mädchen war. Wir werden ihn schon finden. Das verspreche ich dir. Wir brachen bald auf. Nicht weit entfernt befand sich ein Bahnhof, auf dem eine Vielzahl an Menschen auf den kommenden Zug wartete. Finn hatte einige 100 Pfund aus dem Tresor seines Vaters mitgenommen, sodass wir diesbezüglich keine Sorgen hatten, auch wenn die Fahrkartenpreise um das Doppelte gestiegen waren. Unser Ziel hieß Port Patrick, eine Hafenstadt, in der mein Onkel wohnte. Es tat gut, nun die Reise sitzend fortzuführen, auch wenn die Holzbänke eher hart waren. Ein übel riechender, schmutziger Mann nahm bei uns Platz und verwickelte uns ungewollt in ein Gespräch. Seid ihr auch auf der Flucht vor diesen widerlichen Bestien? Mir haben sie alles genommen. Mein Vieh, mein Hof und auch meine Frau. Es sind schlimme Zeiten. Es tut mir leid für sie. Ja, ich habe mich zwar mit Maggie nur noch gestritten, und Gott weiß, dass ich oft genug drauf und dran war, ihr ihren dürren Hals umzudrehen. Doch, so ein Ende habe ich ihr nicht gewünscht. Was ist mit ihr? Ihre Schwester heißt auch Maggie. Sie wird vermisst. Oh, verstehe. Dann hoffe ich für deine Schwester, Kleine, dass ihr ein ähnliches Schicksal wie meiner Maggie erspart bleiben wird. Danke, wir würden jetzt gerne... Ihr wisst doch, was sie mit denen machen, die sie erwischen. Sie töten sie. Nur die, die Glück haben. Nein, sie zerren sie lieber lebendig in die Tiefe. Mir wurde erzählt, dass sie riesige Vorratslager mit Menschen anlegen. Und wenn sie Hunger haben, knabbern sie dich an. Lebendig. Sir, bitte hören Sie auf mit diesen Geschichten. Sie ängstigen die jungen Damen. Ihr braucht mir ja nicht zu glauben, aber es sind Tatsachen. Und wo fahren Sie jetzt hin? Nach Irland. Auf dem nächsten Schiff, das ausläuft, werde ich sein. Selbst wenn ich dafür einen Mord begehen müsste. Ich habe gehört, dass das der einzige Flecken ist, wo die Ungeheuer noch nicht waren. Da ich gut zupacken kann, hoffe ich dort auf einem Hof eine Anstellung zu bekommen. Während sich Finn und Lissy mit dem Mann unterhielten, fielen mir die Augen zu. Das Rumpeln des Zuges ließ mich in den Schlaf gleiten. Doch auch in meinen Träumen wurde ich von den furchtbaren Wesen verfolgt. Ich sah meine Eltern in ihrem Blut und auch Mr. Brown, der mich aus schmerzgeweiteten Augen anblickte, bis eine Klauenhand seine Kehle durchdrang. Von meinem eigenen Schrei wachte ich auf. Abby! Oh, Finn. Du hast geträumt. Alles ist gut, hörst du? Ich hatte einen schrecklichen Albtraum. Das haben wir gemerkt. Du hast ja das gesamte Abteil zusammengeschrien. Warum haben wir angehalten? Der Zug steht ja. Es gibt wohl ein Problem. Owen, der Herr, der neben mir saß, ist gerade raus und fragt mal nach. Da kommt er schon zurück. Endstation, Herrschaften. Mit dem Zug geht es nicht mehr weiter. Die Schienen sind zerstört. Zerstört? Die Moles haben die Schienen weiter vorne einfach untertunnelt. Sie verschwinden in einem großen Loch. Zum Glück wurden wir von einigen Leuten gewarnt, die dem Lokführer Zeichen gegeben haben. Und jetzt? Tja, die Ersten brechen schon zu Fuß auf. Und ich werde mich jetzt auch auf den Weg machen. War nett, euch kennengelernt zu haben. Viel Glück auf eurem Weg. Danke. Und viel Erfolg in Irland. Wir taten es den anderen Fahrgästen gleich und verließen den Zug, der uns immerhin ein gutes Stück zu unserem Ziel weitergebracht hatte. Eine Zeit lang wurden wir von 2 Familien begleitet. Die Kinder liebten es, mit Schleifchen zu toben, und wir waren froh, uns mit den sympathischen Menschen austauschen zu können. Erst am Abend trennten sich unsere Wege, nachdem uns einer der Männer gezeigt hatte, wie man ein Lagerfeuer entfacht. Müde blickten wir in die Flammen und schliefen dann einer nach dem anderen ein. Das Bellen von Schleifchen weckte uns aus dem Schlaf. Die Sonne war gerade aufgegangen und schickte ihre Strahlen durch die Bäume des nahegelegenen Wäldchens. Das Feuer war inzwischen ausgegangen und glimmte nur noch an einigen Stellen. Schleifchen, was ist denn los? Wir wollen noch schlafen.
Ich glaube, das wird nun nichts mehr. Vielleicht sollten wir aufbrechen. Ist das wohl noch weit, Finn? Genau weiß ich es nicht. Aber hier... Schleifchen! Schleifchen ist verschluckt worden. Einfach verschluckt. Sie brechen aus dem Boden hervor. Nein! Finn! Junge, komm zu uns. Schnell. Mr. Brock, helfen Sie ihm. Jawohl, Sir. Wer sind die? Ich weiß es nicht. Aber wir sollten froh sein. Sehr froh. Ich denke, das reicht. Sie haben genug. Finn, wie geht es dir? Wo bist du verletzt? Mein Bein. Seine Klaue drang in mein Bein ein. Wie das blutet. Keine Sorge. Wir haben einige Ärzte bei uns. Der Junge wird schon wieder. Uns wurde nun bewusst, dass wir sehr großes Glück gehabt hatten. Ein Flüchtlingstreck hatte uns aufgenommen, der aus einigen Dutzend Pferdefuhrwerken bestand und einer sehr großen Zahl Flüchtender, die nichts weiter als ihre Kleider am Leib besaßen und in einer langen Schlange hinterher trotteten. Mr. Jonathan Lloyd und eine kleine bewaffnete Vorhut waren wie die rettenden Engel erschienen und hatten die Bestien vertrieben. Finn war von einem Arzt behandelt worden und durfte auf einem Kutschwagen mitfahren, um sein Bein zu schonen, während Lissy und ich zu Fuß stets in seiner Nähe blieben. Dass Schleifchen nun nicht mehr bei uns ist. Ich bin so traurig. Ja, ich auch. Doch ich habe in den letzten Tagen so oft geweint, dass meine Tränen nun endgültig versiegt sind. Guten Tag, meine Damen. Ich wollte mich nach eurem Wohlbefinden erkundigen. Ich danke Ihnen, Mr. Lloyd. Wir sind traurig über den Verlust unseres kleinen Hundes. Ach, so, so. Nun ja, das ist traurig. Verluste hatten wir alle. Ihr werdet darüber hinwegkommen. Ja. Wie geht es dem Jungen? Er schläft im Moment. Aber der Arzt sagte, dass es nicht sehr schlimm ist. Einige Tage Schonung, dann wäre er wieder auf dem Damm, so drückte er sich aus. Das freut mich. So, ich muss weiter. Ich wünsche euch alles Gute. Mr. Lloyd ritt an die Spitze des Tracks. Ich schämte mich ein wenig, dass mir der Verlust von Schleifchen fast ebenso schwer fiel wie der meiner Eltern. Doch der kleine Hund hatte die wenigen Tage, die er bei uns war, wenigstens ab und zu dafür sorgen können, dass wir die schrecklichen Dinge für einen Augenblick vergessen konnten. Gegen Nachmittag, wir waren Stunden ununterbrochen gelaufen, bemerkte ich etwas weiter vorne zwei mir bekannte Personen. Es waren die Fowleys, jenes gemeine Pärchen, das mir meine Schuhe weggenommen hatte. Sie hatten es also auch bis hierher geschafft. Was willst du denn jetzt machen? Sollen wir ihr die Schuhe wieder abnehmen? Ich helfe dir, wenn du willst. Nein, ich möchte denen nicht mehr begegnen. Ach, solche Leute kommen doch immer mit ihren Gemeinheiten durch. Hoffentlich werden sie von den Moles gefressen. Lissy, so etwas wünscht man nicht mal seinem schlimmsten Feind. Außerdem will ich die Schuhe sowieso nicht mehr. Die können sie behalten. Weil Mrs. Fowley ihre Stinkefüße drin hatte? Genau. Oh, wir halten. Finn ist wach. Wie lange habe ich geschlafen? Den ganzen Tag. Wie geht es deinem Bein? Es pocht fürchterlich. Aber ansonsten geht es schon. Ich muss mal. Kommst du mit, Abby? Ja, eine gute Gelegenheit. Lissy und ich liefen zu einem kleinen Wäldchen. Eigentlich war es nur eine Gruppe von einigen Dutzend Bäumen, etwas abseits vom Track. Eine junge Mutter mit ihrem Kind kam uns entgegen und lächelte uns etwas verschämt zu. Also waren wir nicht die Einzigen, die Gelegenheit nutzten, sich zu erleichtern. Wir hörten Stimmen, als wir den Schatten der Bäume erreichten und blickten uns neugierig um. Ich erkannte die Frau, die einen Fremden laut ankeifte. Es war Mrs. Fowley. So war das nicht abgemacht. Für meine Dienste verlange ich mehr. Aber ich habe nicht mehr Geld. Das wird meinem Mann Gabriel aber gar nicht gefallen. Abby, ist das nicht die Schuhdiebin? Ja, das ist sie. Hat sie etwa... Was sagt
denn Ihr Mann dazu? Das kann ich euch sagen, ihr neugierigen Hühner. Mr. Foley. Ganz recht. Moment, dich kenne ich doch. Ruby, sieh dir mal an, wen ich da eingefangen habe. Lassen Sie mich los! Na, sieh mal an. Ist das nicht die Kleine aus Langholm? Bist du uns etwa gefolgt? Lass mich los, du Dreckskerl! Und in welch unflätiger Gesellschaft sie sich befindet. Weg hier. Verflucht! Der Kerl haut ab! Und wer ist schuld? Ah. Diese beiden hier. Sie tun uns weh! Moment mal. Was ist denn da los? Der Boden unter ihm ging auf. Die Moles. Sie haben uns gefunden. Mr. Fowley zog uns zu Boden. Dabei gelang es Lissy, sich aus seinem Griff zu befreien. Doch sie entfernte sich nur wenige Meter. Sie blieb stehen und starrte auf die Szenerie. Überall entstanden die mannshohen Hügel. Viele, sehr viele. Und aus ihnen stürzten sich diese Bestien auf die Flüchtlinge. Einige Männer stellten sich ihnen mutig entgegen. Sie wurden von den messerscharfen Klauen der Moles niedergestreckt. Finn! Ich muss zu Finn! Der Griff um meinen Arm wurde fester. Wir beobachteten ein Massaker. Ich sah Mr. Brock auf seinem Pferd vorpreschen, in seiner Hand einen gezogenen Säbel. Ihm gelang es, seine Waffe in den Hals des grässlichen Monsters zu stechen. Doch dann scheute sein Pferd und warf ihn ab. Reglos blieb er liegen. Wir sollten uns jetzt zurückziehen, Gabriel. Ja, hier haben wir keinen Vorteil mehr für uns zu erwarten. Wir können später kommen und die Leichen durchsuchen. Falls sie welche zurücklassen. Du hast recht, Gabriel. Vielleicht sollte ich die Leiche... Ruby! Nein! Ihre Frau! Nein! Sie... Direkt neben Mrs. Fowley hatte sich ein Mole ausgegraben, sie gegriffen und war wieder unter der Erde verschwunden. Die Schreie der Frau verstummten rasch und zurück blieb nur ein Schuh, der einstmals mir gehört hatte. Einen Augenblick starrte Mr. Fowley auf die Stelle, an der nur noch ein aufgetürmter Erdhügel zurückgeblieben war. Dann drehte er sich um und zerrte mich mit sich. Seit einigen Stunden waren wir nun schon unterwegs. Ohne ein Wort zu sagen und ohne seinen Griff zu lockern, hatte er mich hinterhergezogen. Lissy war tränenüberflutet in dem kleinen Wäldchen zurückgeblieben und ich befürchtete, dass ich sie nie mehr wiedersehen würde. Und Finn? Lebte Finn überhaupt noch? Oder war er auch ein Opfer der Moles geworden? Komm schon! Wo gehen wir denn hin? Nach Port Patrick. Von dort geht ein Schiff nach Irland, dem gelobten Land. Ich kann nicht mehr. Können wir uns nicht einen Augenblick hinsetzen? Meinetwegen. Gehen wir dort in die Scheune, damit sie uns nicht sehen. Setz dich dahin. Danke. Aber mach es dir nicht zu gemütlich. Ich will heute noch weiter. Sind Sie nicht traurig wegen Ihrer Frau? Ich meine... Trauer ist der Feind der Achtsamkeit. Mir bleibt keine Zeit, um zu trauern. Es tut mir leid um Sie. Wie lange waren Sie denn verheiratet? Wir waren nicht verheiratet. Sie war meine Schwester. Oh. Aber haben Sie bei unserer ersten Begegnung nicht gesagt, sie wäre Ihre Frau? Das eine schließt das andere nicht aus. Und nun Schluss damit. Warum haben Sie mich mitgenommen? Alleine wären Sie doch viel schneller. Ein Mann wie ich hat Bedürfnisse. Wenn du also schön artig bist und ab und zu etwas nett zu mir, dann können wir die besten Freunde werden. Moment. Ich habe etwas gehört. Das war eine Katze. Ich habe sie vorhin schon gesehen. So? Na, ich werde lieber mal... Lissy, der Schlag saß. Oh, Lissy. Danke. Danke. Ich bin euch den ganzen Weg in sicherer Entfernung gefolgt.
Lass uns schnell fort von hier, bevor er wieder aufwacht. Moment. Ich nehme das Messer von seinem Gürtel. So. Lass uns den Heuwagen vor das Tor schieben. Ich glaube, das nützt nicht viel. Ich bin von hinten durch ein ziemlich großes Loch in der Wand durchgeschlüpft. Lissy hatte recht. Das würde Mr. Foley nicht lange aufhalten. Also beschlossen wir zu laufen, um einen gehörigen Vorsprung zu haben, wenn er aufwachte. Dort, an der Straße. Da ist ein Ortsschild. Kannst du es lesen? Ja, natürlich. Da steht, ihr seid gleich da. Oh, entschuldige. Ich hatte ganz vergessen, dass du nicht lesen kannst. Moment. Da steht Craigan Crorock. Und da laufen wir in die richtige Richtung? Ich weiß es nicht. Wir müssen jemanden fragen, ob wir hier überhaupt auf dem richtigen Weg nach Port Patrick sind. Ja. Aber lass uns etwas langsamer weitergehen. Ich hab Seitenstechen. Gut. Es hatte zu regnen begonnen. Doch wir trauten uns nicht, uns irgendwo unterzustellen, da wir befürchten mussten, dass uns Mr. Foley folgen würde. Nach einiger Zeit trafen wir auf einige Flüchtlinge, die uns bestätigen konnten, dass wir nur noch wenige Meilen von Port Patrick entfernt waren. Die Wolken verschwanden so schnell, wie sie gekommen waren, und eine herrliche Nachmittagssonne begrüßte uns bei unserer Ankunft. Ich muss immer wieder an Finn denken. Meinst du, er konnte entkommen? Ich hoffe es so sehr. Ich werde meinen Onkel bitten, einen Suchtrupp loszuschicken. Als Richter müssten ihm doch viele Leute unterstehen. Bestimmt. Ich bin so gespannt auf meinen Onkel und meine Tante. Ihn habe ich ja als etwas krummelig in Erinnerung. Aber meine Tante Mildred war immer eine Seele von Mensch. Ich freue mich für dich. Ich möchte, dass du selbstverständlich bei uns bleibst. Nach all dem, was wir zusammen durchgemacht haben. Meinst du, deine Verwandten haben nichts dagegen? Nein, sicherlich nicht. Wenn ich ihnen erzähle, dass du mich aus den Fängen des fiesen Mr. Foley gerettet hast, dann können sie gar nicht anders. Wir fragten einige Passanten in den Straßen Port Patricks nach dem Haus des Richters Bowland. Und so fanden wir rasch ein imposantes Gebäude mit einem Namen auf einem großen kupfernen Schild. Ich hob den eisernen Türklopfer, der von einem Löwenmaul gehalten wurde. Da kommt jemand. Sie wünschen? Entschuldigen Sie, wohnt hier Richter Bowland mit seiner Gattin? Richter Bowland wohnt hier, das ist richtig. Ich bin seine Nichte Abby. Ich konnte mich bis hierher durchschlagen. Einen Augenblick. Dein Onkel hat einen Butler? Ja, aber erinnern kann ich mich nicht an ihn. Es ist auch schon so lange her. Nach einem kurzen Moment erschien der Butler wieder an der Tür und bat uns herein. Lissy und ich folgten dem Mann eine Treppe hinauf durch das große Haus. Die Bilder an den Wänden ließen Kindheitserinnerungen in mir aufkommen. Das Gemälde eines sich aufbäumenden schwarzen Hengstes hatte mich schon als kleines Mädchen fasziniert. Und ich freute mich, dass es immer noch an dem gleichen Platz hing. Wir wurden in ein qualmgeschwängertes Zimmer geführt. Aus einem Ohrensessel neben dem Kamin blickte uns neugierig ein weißhaariger Mann an. Onkel Richard. Du bist also die Tochter meines Bruders. Als ich dich das letzte Mal gesehen habe, warst du erst halb so groß. Wie war noch dein Name? Abby, Onkel. Ah ja, ich erinnere mich. Abby und Maggie, nicht wahr? Ja, Onkel. Geoffrey sagte mir, du hättest dich zu mir durchgeschlagen. Was ist mit deinen Eltern? Sie sind beide tot, Onkel. Ich vermutete es. Der Süden ist inzwischen komplett in der Hand dieser Ungeheuer, wie ich hörte. Es war so schrecklich. Und ich konnte Maggie nicht finden. Ich weiß nicht, wo sie ist. Wie alt bist du jetzt? 15, Onkel. Fast 16. Gut, so wie die Lage aussieht, werde ich dich wohl als mein Mündel annehmen. Wer ist das Mädchen dort? Lissy, Sir. Lissy ist meine beste Freundin. Ohne sie wäre ich nun nicht hier. Geoffrey, geben Sie ihr etwas zu essen und 5 Pfund Entlohnung. Dann schicken Sie sie raus. Aber
Onkel, ich hatte gehofft, sie könne vielleicht bei uns bleiben. Sie ist mir sehr wichtig. Ich bin kein Wohlfahrtsunternehmen, Nichte. Du gehörst zur Familie. Da gehört es zu meiner Christenpflicht, mich um dein Wohl zu kümmern. Sie hingegen ist eine Fremde, die ihren eigenen Weg gehen muss. Dann bleibe ich auch nicht. Abby, ich komme schon allein zurecht. Nein, ich will dich nicht auch noch verlieren. Geoffrey! Jawohl, Sir. Kommen Sie, Miss. Ich werde dich nie vergessen, Abby. Lissy kam auf mich zu und wir umarmten uns lange. Meine Tränen liefen hemmungslos und ihr erging es nicht anders. Schließlich löste uns Geoffrey voneinander und führte Lissy aus dem Zimmer. Onkel Richard erhob sich und sah mich streng an. Ich werde für heute über diese Gefühlsduselei noch einmal hinwegsehen. Aber ich erwarte, dass du meinen Weisungen Folge leisten wirst und das ohne Widerworte. Ja, Onkel. Nun, da du dich in meiner Obhut befindest, obliegt es mir, aus dir ein gottgefälliges Geschöpf zu formen. Sobald sich die Lage etwas normalisiert hat, werde ich dich zur Schule schicken. Bist du eine gute Schülerin? Ja. Schön zu hören. Auch eine Frau sollte einen gewissen Grad an Bildung haben. Geoffrey wird das Gästezimmer für dich herrichten. Danke, Onkel. Wo ist Tante Mildred? Werde ich sie auch bald sehen? Das wirst du nicht. Sie ist verstorben. Vor einigen Tagen schon. Das ist ja schrecklich. Waren es die Moles? Nein, sie ist eines natürlichen Todes gestorben. Das Herz. Nicht alles in dieser Welt dreht sich um diese Biester. In Port Patrick wurde noch keines von ihnen gesehen. Wir wurden nicht weit von hier von ihnen überfallen. So? Wir sind hier gut gegen Eindringlinge gerüstet. Und Gott ist auf unserer Seite, nicht auf der der Bestien. Ich wollte dich bitten, vielleicht einige Männer zu dem Überfallort auszuschicken. Wir wurden von Finn Flynn getrennt, dem Bruder von Maggies Mann Sean. Wenn Gott das Leben des Mannes für erachtenswert gehalten hat, wird er ihm schon zu Hilfe gekommen sein. Aber... Es ist nicht unsere Aufgabe, uns um fremde Leute zu kümmern. Fremd? Aber er... Genug jetzt! Ich werde nicht mit einem 15-jährigen Mädchen diskutieren. Ich verstummte. Onkel Richard war so ganz anders, als ich ihn in Erinnerung hatte. Etwas mürrisch war er schon damals, aber nicht so kaltherzig. Geoffrey, der Butler, brachte mich auf das Gästezimmer, das zwar hübsch eingerichtet war, aber das Gefühl nicht vertreiben konnte, unwillkommen zu sein. Gegen Abend wurde ich zum Essen gebeten und saß meinem Onkel an einem langen Tisch gegenüber. Onkel Richard, ich wollte dich noch einmal eindringlichst bitten, etwas zu unternehmen. Ich wäre nun bestimmt schon tot, wären Finn und Lissy nicht gewesen. Dann danke Gott dafür, dass du die Prüfung nicht allein bestehen musstest. Nicht Gott hat mich gerettet. Es waren meine Freunde. Sei still! Geoffrey, räume den Teller meiner Nichte beiseite und geleite sie nach oben auf das Zimmer. Für heute bin ich ihrer Gesellschaft überdrüssig. Ich hörte, wie sich der Schlüssel im Schloss drehte, nachdem Geoffrey mich auf mein Zimmer gebracht hatte. Mein Entschluss stand fest. Ich würde nicht bei meinem Onkel bleiben. Die Uhr schlug Mitternacht, als ich aus meinem Bett schlüpfte. Die Tür war verschlossen worden, also würde ich aus dem Fenster klettern müssen. Ich öffnete die Läden und sah hinab. Besonders hoch war es nicht. Dennoch musste ich vorsichtig sein, um meinen Onkel nicht zu wecken. Ich ließ mich langsam am Fenstersims hinab und auf eine Heckenskulptur fallen, die vermutlich irgendein Tier darstellen sollte. Ich schrie leise auf, als einige Dornen mir die Haut aufritzten. Aua! Im Haus wurde eine Lampe entzündet. Ich konnte nur hoffen, dass man mich nicht gehört hatte. Schnell befreite ich mich aus der Umklammerung der Hecke und verließ geduckt das Grundstück. Ich lief eine Weile durch die menschenleere Stadt. Dann sah ich eine Gestalt, die Mühe hatte, aufrecht zu stehen. Mädchen. Warte mal.
Was wollen Sie von mir? Willst du nicht ein paar Pennies dazu verdienen? Nein. Nicht so schnell, kleines Mädchen. Lassen Sie mich in Ruhe. Bleib hier, sag ich. Ich habe eine Überraschung für dich. In meiner Hose. In meiner Hose. Der Betrunkene rief mir hinterher. Ich drehte mich nicht um, sondern lief so schnell ich konnte. Erst nach einiger Zeit blieb ich keuchend stehen. Ich versteckte mich hinter einer Hecke. Ich lauschte angestrengt und hörte Schritte. Der Mann war mir tatsächlich gefolgt. Hey, kleines Mädchen. Wo bist du denn? Hey. Komm raus. Komm raus, wo immer du auch bist. Komm raus. Ich hielt die Luft an. Nun stand er fast vor mir, an eine Laterne gelehnt. Er übergab sich auf dem Pflaster. Bewegte sich dann glücklicherweise in die entgegengesetzte Richtung. Komm raus, wo immer du auch bist. Durch die Hecke sah ich, wie er von einigen Männern angesprochen wurde. Ich erkannte Geoffrey, der seinen Begleitern Anweisungen zu geben schien. Diese schwärmten aus, vermutlich auf der Suche nach mir. Ich wusste nicht, wie lange ich regungslos in meinem Versteck gehockt hatte. Nun wurde es langsam hell und ich wagte, über die Hecke zu sehen. Was? Erschrocken fuhr ich herum. Eine kräftige Männerhand berührte meine Schulter. Ich erkannte das Gesicht des Mannes, der mich irritiert anblickte. Es war Mr. Lloyd. Psch, ganz ruhig. Ich tu dir doch nichts. Oh, verzeihen Sie. Ich hielt sie für die Männer, die mich in der Nacht verfolgt haben. Männer? Sie haben dir doch kein Leid zugefügt, oder? Nein. Ich habe mich hier versteckt. Dass ich dich hier finde, Mädchen. Finn, der junge Mann, der bei mir war, wissen Sie noch? Ist er... Keine Sorge, er ist wohl auf. Uns gelang es, die Moles zurückzuschlagen. Allerdings mit beträchtlichen Verlusten auf unserer Seite. Wissen Sie, wo ich ihn finden kann? Gestern am späten Abend habe ich ihn noch gesehen. Er wird heute mit dem Schiff nach Irland auslaufen. Deine junge Freundin war auch dabei. Lissy, sie hat Finn also gefunden. Wie schön. Na komm, ich werde dich zu deinen Freunden mitnehmen, wenn du möchtest. Danke. Nichts auf der Welt möchte ich jetzt lieber. Es ist nicht sehr weit. Werden Sie auch mit nach Irland kommen? Ja, aber nicht mit diesem Schiff. Es gibt Gerüchte, dass die Moles riesige unterirdische Lager errichtet haben, in denen sie die Menschen, die sie verschleppt haben, unterbringen. Zu welchem Zweck, weiß nur Gott, wenn es ihn überhaupt interessiert. Sie töten die Menschen also nicht sofort? Ja, aber ob das eine Gnade für die Verschleppten bedeutet, das wage ich zu bezweifeln. Jedenfalls möchte ich mich einem Rettungstrupp anschließen. Ich bewundere Sie, Mr. Lloyd. Ich tue nur das, was ein jeder aufrechter Engländer tun sollte. Wir dürfen diesen Ungeheuern unser schönes Land nicht kampflos überlassen. Aber genug davon. Wir sind da. Eine große Menschenmenge nahm uns am Pier auf. Einige Gesichter kamen mir bekannt vor. Entweder von dem Track oder von der Zugfahrt. Aber Finn und Lissy konnte ich nicht entdecken. Mr. Lloyd verabschiedete sich mit den besten Wünschen von mir und drückte mir noch eine 1-Pfund-Note in die Hand. Er lächelte mir noch einmal wohlwollend zu, dann drehte er sich um und ging seines Weges. Mittlerweile waren einige Stunden vergangen, ohne dass ich meine beiden Freunde gesehen hatte. Das Schiff hatte inzwischen angelegt und die Flüchtlinge strömten an Bord. Von Finn und Lissy jedoch fehlte jede Spur. Doch im Gewimmel sah ich jemand anderen. Geoffrey. Ich versuchte, mich möglichst klein zu machen. Abby! Finn, du bist es wirklich. Und Lissy. Endlich. Ich bin so froh, dich zu sehen, Abby.
Wir waren bei deinem Onkel, aber du warst schon geflüchtet. Es war fürchterlich dort. Ich möchte nur weg von hier, zusammen mit euch. Dann kommst du mit uns nach Irland? Wie schön. Ich habe keine Passagierkarte. Doch, hier. Als ich Lizzie traf und sie mir von dir erzählte, habe ich gleich eine mitgekauft. Wir... Miss Bowling, darf ich Sie bitten, mir zu folgen? Ihr Onkel ist sehr ungehalten. Nein, ich gehe nicht mehr zurück. Seien Sie vernünftig, Miss Bowling. Ich habe strikte Anweisungen, nicht ohne Sie zurückzukehren. Das ist doch Ihre Sache. Abby kommt mit uns. Ich möchte nur ungern Gewalt anwenden. Sie kommen jetzt mit mir. Hey, lassen Sie sie los! Kleines Miststück! Lizzie war dem kräftigen Mann auf den Rücken gesprungen und umschlang mit ihren Händen seinen Kopf. Er schrie auf, als ich ihm noch gegen das Schienbein trat. Wir hingegen nutzten den Augenblick und rannten davon. Wir drängelten uns an einigen Leuten vorbei. Finn hielt mich fest bei der Hand und zog mich hinterher. Ein schmieriger Handlanger, der schon in der Nacht dabei gewesen sein musste, versuchte mich zu greifen. Finn ergriff die Initiative. Die Mauls! Ich habe die Mauls gesehen! Augenblicklich setzte eine Panik ein. Die Leute liefen alle so schnell wie möglich an Bord. Keiner hinterfragte Finns Ausruf. Wir tauchten in der Menge unter. Von dem Butler oder seiner Helfershelfer war nichts mehr zu sehen. Geduckt zwängten wir uns zwischen den Leuten hindurch an Bord und warteten dann ab. Erst als das Schiff abgelegt hatte, trauten wir uns an die Reling. Seht mal dort! Am Pier steht der Butler. Er unterhält sich aufgeregt mit den Männern. Sollen wir mal winken? Nein, lieber nicht. Sonst schwimmen sie noch hinterher. Dein Onkel wird schäumen vor Wut. Ja, das wird er wohl. Du bist jetzt in Sicherheit, Abby. Dank euch beiden. Aber wie geht es jetzt weiter? Was wird uns in Irland erwarten? Ich weiß es nicht, Abby. Wir werden es auf uns zukommen lassen. Mrs. Jonah pflegte immer zu sagen, wo auch immer dein Weg dich hinführen wird, es wird schöner sein als der Ort, an dem du vorher warst. Hoffen wir es, Lizzie. Hoffen wir es. Sie hörten Mole, Abby Boland, Jamie Leaves, Lizzie, Christiane Marx, Finn Flynn, Paul Konrad, Gabriel Fawley, Mark Schülert, Ruby Fawley, Karin Schumann, Jonathan Lloyd, Sven Matthias, Richard Boland, Werner Wilkening, Margaret Boland, Anke Bullemer, Harold Boland, Marcel André Mander, Maggie Flynn, Janine Koch, Sean Flynn, Marco Rosenberg, Owen, Martin Bayer, Geoffrey, Ernst Dubitzky, Mrs. Hemmelsey, Sabine Graf, Verwirrte Frau, Jessica von Hesele, Mr. Brown, Michael Gerdes, Betrunkener, Robert Frank, Mr. Brock, Tim Gößler, Mann, Andy Süß, Credits, Horst Kurt, Regie und Cut, Marc Schülert, Idee und Skript, Frank Hammerschmidt, Musik, Martin Stelzle und Marc Schülert, Sounds, freesound.org und Eigenarchive, Lektorat, Falco Diekmann und Sabine Schierhoff, Coverdesign und Artwork, Herbert Ahnen, eine Produktion für das Hörspielprojekt.de aus dem Jahre 2011. Das Hörspiel steht unter der CC-Lizenz 3.0. Da sind Sie, Herr Geoffrey. Ich habe Sie schon überall gesucht. Sie wissen doch, wie ungern ich in der Stadt unterwegs bin. Ja, Sir. Verzeihen Sie, Sir. Und wo ist nun meine Nichte? Es tut mir wirklich leid, Sir. Sie ist mir entkommen. Bitte? Das ist einfach undiskutabel. Habe ich mich in den Fähigkeiten meines Butlers getäuscht? Wir hatten sie bereits aufgespürt. Unten, am Hafen. Dann brach eine Panik aus, da jemand glaubte, die Moles gesehen zu haben. Die Bestien? Hier in unserer Stadt? Was für ein Unsinn. Gewiss, Sir. Es stellte sich auch als falscher Alarm heraus. Ihre Nichte Abby und ihre Freunde nutzen dieses heillose Durcheinander zur Flucht.
Wir werden noch ausführlicher über diesen Vorfall zu reden haben, Geoffrey. Rufen Sie mir nun eine Kutsche. Sehr wohl, Sir. Die Moles in Port Patrick. Lächerlich.